Buongiorno, mi chiamo Giorgio Merlani, sono il medico cantonale del Canton Ticino dal 2008. Ich bin Arzt seit 1994 und tätig im Kanton seit 2008. Depuis 2011, je suis aussi responsable du service de promotion de la santé dans le Canton Tessin. Wir gehen nun direkt ins Tessin. Wir haben das heute schon angesprochen. Das Tessin wurde von der ersten Corona-Welle vor allem besonders getroffen. Ich habe kürzlich eine interessante Zahl gelesen. Die Lebenserwartung der Männer im Tessin ist in der ersten Welle im Mittel deutlich gesunken, und zwar von 82 auf 76 Jahre. Welche Erfahrungen gibt es, erste Erfahrungen aus dem Tessin? Was sind die ersten Lehren vielleicht daraus für die Zukunft? Das berichtet uns jetzt Giorgio Merlani. Er ist Kantonsarzt im Tessin. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass Giorgio Merlani sehr viel zu tun hat und leider nicht live hier sein kann. Er hat uns sein Referat per Video geschickt. Bitte sehr, Herr Merlani. Schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, über Gesundheitsförderung in Pandemiezeit zu sprechen und vor allem über die Erfahrung im Kanton Tessin zu berichten. Es mag etwas merkwürdig tonen, wenn wir über Gesundheitsförderung sprechen, nicht übertragbare Krankheiten, aber dann über Pandemie und Viren sprechen. Weshalb ist es so? Wir wissen, dass die Gesundheitsförderung ein Schritt weiter, zwei Schritte weiter bezüglich Therapie und Krankheit geht. Wir sprechen über Prävention in der Gesundheit. Und was hat dann die Gesundheitsförderung mit Viren zu tun? Vieles haben wir erfahren in dieses letztes Jahr. Der Virus hat einen Einfluss über die Gesundheit. Und speziell dort, wo die Gesundheit schon irgendwie zerbrechlich ist oder war. Wir kennen das Gesundheitsmodell der Determinanten. Wir wissen, dass die Gesundheit vom Individuum von vielen Sachen abhängt, nicht nur vom Alter, Geschlecht und Genetik. Es hängt auch vom Umfeld, sozialen Umfeld, von den Leben- und Arbeitsbedingungen, vom sozialen Umfeld und die persönliche Verhalten, die wir verfolgen, allgemein in unserem Leben. Und der Virus schlägt praktisch überall ein mit seiner Wirkung, auch in diesem hauptdeterminanten Modell. Wir wissen, dass die Überlebenschance mit einer Krankheit, die vom Coronavirus bedingt ist, ändert mit dem Alter, mit den Vorerkrankungen. Aber auch haben wir erfahren, dass es schwer mit dem sozialen Umfeld, mit dem Armutszustand, mit den Kenntnissen, die die Leute haben und das Verhalten, die sie diesbezüglich ergreifen oder eben nicht. Risikofaktoren kennen wir bestens. Wir arbeiten täglich in der Gesundheitsförderung und versuchen, diese Risikofaktoren einzudämmen, zu kontrollieren. Aber was wir neu erfahren haben, ist, dass die Risikofaktoren, die wir normalerweise kennen, sind genau die gleiche oder mindestens ein Teil davon sind genau die gleiche, die auch für Risikofaktor für einen schweren Verlauf mit der Viruskrankheit in Zusammenhängen. Wir wissen, dass zum Beispiel Rauchen und Lungenerkrankungen, wir wissen, dass Ernährung und Übergewicht, wir wissen, dass Bluthochdruck auch Risikofaktoren sind für einen schweren Verlauf der Corona-Erkrankung. Wir könnten deswegen auch etwas ändern, was wir die üblichen Krankheiten und Risiko und Einflüsse dieser Risikofaktoren kennen, fast als Coronavirus-Risikofaktoren bezeichnen könnten. Ja, was sind die Erfolgsfaktoren in der Bewältigung einer Krise wie eine Corona-Pandemie? Unsere Erfahrung im Kanton ist, dass es sehr viel Koordinierung braucht. Es braucht Koordinierung im Gesundheitssystem, es braucht Koordinierung in der Gesellschaft, es braucht Koordinierung auch mit der Politik. Und deshalb sehr wichtig, was der politische Konsens ist bezüglich
die Handelsweise, die wir für die Corona-Bewältigung einsetzen müssen. Umso wichtiger ist eher oder wahrscheinlich auch die Kommunikation. Wir können nichts mit Koordinierung politischer Konsens machen, wenn die Bevölkerung nicht versteht, worum es geht und was wir eigentlich im Moment tun. Für uns war die Kommunikation ein zentraler Punkt vom Anfang an für die Krisenbewältigung und aber auch für die Gesundheitsförderung in Pandemiezeit. Zentral für die Kommunikation ist Klarheit zu schaffen. Die Leute müssen verstehen, worum es geht. Wir müssen vollständig transparent sein. Es ist immer schwierig, dann nachzuholen, wenn wir falsche Informationen gegeben haben oder eben nicht klar genug die Informationen waren. Es muss kohärent sein. Es sollte kohärent sein. Wir wissen, wie schwierig das war in der Pandemiezeit. Die Nachrichten haben sich ständig geändert, aber eben ein gewisser Pfad, der logisch und konsequent und kohärent sein muss, ist wichtig versuchen zu folgen. Die Ethik der Kommunikation ist auch sehr wichtig. Wir haben diesbezüglich sehr vieles gesehen über Randgruppen, Risikogruppen, verschiedene Alters, die Situation mit dem Alter, wie wir das kommuniziert haben. Und darum ist es sehr wichtig, dass die Kommunikation diese Punkte verfolgt. In der Kommunikation haben wir prioritär entschieden, dass es wichtiger ist, zu teilen, statt einfach mitzuteilen. Was meine ich damit? Wir müssen nicht einfach eine Push-Kommunikation durchführen, wir müssen nicht einfach den Leuten sagen, was es ist und worum es geht. Wir müssen auch versuchen, unsere Information mit der Bevölkerung zu teilen, damit sie sich als Teil der Krisenbewältigung fühlen und darum auch die richtige Information haben, um die eigenen Entscheidungen treffen zu können. Wir haben deshalb immer versucht, von Anfang an die Kommunikation klar zu gestalten, einfach Zahlen mit zu teilen und kohärent weiterhin diese Information rüberzugeben. Wir haben dann auch versucht, die Leute speziell über Social Media vor allem zu sensibilisieren, um was es geht, was die Corona-Krise war. Und wir haben versucht, immer die Leute in der richtigen Entscheidung versucht zu unterstützen, nicht einfach verschreiben, was sie tun sollen. Wir haben einfach versucht zu sagen, was die Risiken sind, damit die Leute dann von allein entscheiden können, wie sie das Risiko verstehen und was dann das richtige Verhalten ist in dieser Situation, damit die Leute am besten motiviert sind, sie verstehen, worum es geht und was das richtige Verhalten ist und ein klares Ziel zu setzen, damit die Leute verstehen, worum es geht und diese Ziele dann anzustreben. Es ging dann vor allem um Verantwortung, Aufnahme für die Leute und das Aufbauen der Solidarität zwischen Altersgruppen und zwischen Menschen und verschiedenen Gruppen. Deshalb von März, anfangs der Krise, bis Dezember und weiter, wir wissen nicht, wie lange weiter, werden wir versuchen, mit dieser Kommunikation weiter zu arbeiten. Sehr wichtig während der Corona-Zeit war vor allem, dass die Leute dann auch im Lockdown-Phase versuchen, weiterhin ihre eigene Gesundheit zu fördern. Es ging nicht nur um Krisenbewältigung der Pandemie, der Corona-Zeit, aber eben auch das ganze Rest der Gesundheit, Ernährung, psychische Gesundheit, Bewegung und so weiter, was wir gesehen haben, dass in dieser Krisenzeit besonders schwerwiegend war. Wir wissen, wie wir alle darunter gelitten haben bezüglich auch psychische Gesundheit, Ernährung und Bewegung, die sehr schwierig war während der Lockdown-Zeit.
Wir haben deswegen versucht, aktiv zu kommunizieren, weiterhin über die Kanäle, die wir üblicherweise benutzen, die auch dann in der Lockdown-Phase zu bedienen waren, über das Internet, über Social Media, über Fernsehen und so weiter, haben wir versucht, weiterhin einen Kontakt zu haben, zu pflegen und diese Informationen weiterzugeben mit diese Kanäle, wie Sie sehen da in den Slides, gezielt eben, was man auch während der Corona-Zeit tun kann für die speziellen Aspekte der Gesundheitsförderung. Was ist der Bilanz, der wir daraus ziehen können? Ich muss mich entschuldigen, ich sehe jetzt, dass die Übersetzung nicht völlig auf Deutsch war. Bilanz ist einfach eine Bilanz. Wir haben gesehen, dass das Coronavirus viel Krankheit gebracht hat. Es hat auch gezeigt, dass es die gesundheitliche Ungleichheiten noch vergrößert hat. Es hat zu einer schwerwiegenden Isolierung vor allem gewisser Altersgruppen und Randgruppen geführt. Es hat gezeigt, dass die Armut eine zusätzliche Schwierigkeit in Corona-Zeit sind. Wir haben deshalb versucht, auf der anderen Seite mit der Gesundheitsförderung versucht, dagegen zu agieren, zu handeln und zu zeigen, auch was die positive Seiten dieser Zeit gewesen sind. Unsere Adaptierungsfähigkeit, die Wichtigkeit einer Flexibilität und richtig eine Krise entgegenzuwirken, dass die Kreativität vieles gebracht hat. Wir haben gelernt, dass man auch via Streaming, via Teams, via Skype und so weiter in Kontakt bleiben können, dass wir sogar Weiterbildungen in dieser Modalität führen können. Das hat auch zu einem großen technologischen Sprung geführt. Das hat unsere Solidarität gefördert. Wir haben sehr schöne Beispiele gesehen, vor allem in der strengeren Lockdown-Zeit gesehen. Es hat unsere Resilienz gesteigert und gezeigt, dass wir auch in Krisenzeiten reagieren können und das Beste daraus schließen und alle zusammenarbeiten, damit die Gesundheit am besten gefördert wird. Ich danke euch alle für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen und auf die Gespräche später. Dankeschön. Ja, danke herzlich, Giorgio Merlani ins Tessin.